Tierpark bleibt bis Freitag geschlossen. Letzte Woche wurden im Tierpark 3 tote Enten gefunden. Die Tiere wurden untersucht und der Geflügelpesterreger H5N8 wurde nachgewiesen. Jetzt hat das Veterinäramt weitere Untersuchungen und Probeentnahmen angeordnet. Um diese Maßnahmen ungestört und hygienisch durchführen zu können, bleibt der Tierpark vorerst bis Freitag geschlossen. Vom Klassenzimmer auf die Bühne. Das Piccolo-Theater führt sein Klassenzimmerstück Kiwi on the Rocks jetzt auch im eigenen Haus auf. Am Donnerstag und Freitag um jeweils 19 Uhr gibt es eine Vorstellung. In dem Stück geht es um die 14-jährige Kiwi. Sie geht abends feiern und trinkt dabei eine Menge Alkohol. Daraufhin verliert sie völlig die Kontrolle, lässt willenlos sexuelle Übergriffe über sich ergehen und übergibt sich schlussendlich auch noch. Am nächsten Tag hat die ganze Geschichte schon über Facebook die Runde gemacht. Tickets für die beiden Vorstellungen gibt es per Telefon oder E-Mail. Die letzte Chance zur Anmeldung. In der Lagune Cottbus gibt es am Donnerstag das Neujahrsschwimmfest. Hier können Besucher in Disziplinen wie Streckentauchen oder Kleiderschwimmen ihre Ausdauer beweisen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine im Wert von 100 Euro. Der Eintritt kostet 4 Euro, für BTU-Kursteilnehmer 2 Euro. Los geht's um 18.30 Uhr. Die Anmeldung ist nur noch heute über die E-Mail-Adresse neujahrsschwimmfest2017@gmx.de möglich.